So, willkommen zurück nach unserem 3:1-Sieg gegen Wacker Innsbruck. Schauen wir uns hier die Ergebnisse der restlichen Liga an und gibt eigentlich zwei gute Nachrichten. Rapid hat gepatzt und die Austria hat gepatzt. Beide nur unentschieden gegen schwächere Gegner. Das heißt, wir haben sowohl auf die Austria 2 Punkte aufgeholt, als auch den Vorsprung auf Rapid ausgebaut. Grödig hat leider schon wieder gewonnen. Die bleiben an uns dran. Präsidium ist jetzt auch wieder ein bisschen zufriedener mit uns. Zu Recht. Ja, und jetzt geht's eh schon ans, ja, mehr oder weniger Spitzenspiel Grödig gegen Sturm. Da werden wir schauen, dass möglichst viele Fans mitkommen. Denen geben wir 10 Busse und einen Sonderzug. Gut. Bis auf Berić ja auch alle fit mittlerweile. Also unser Verletzungspech haben wir ziemlich abgelegt. So, die Aufstellung passt mir hier aber eigentlich sehr gut. Hacic lasse ich jetzt wieder von Beginn an ran. Und dann schauen wir einfach mal. Wir werden hier den Spaß am Fußball nehmen, sage ich mal. Das bedeutet dann, dass wir nicht zu hoch verlieren sollen. Jetzt haben wir schon 4,70er in, Abwehr, wenn man den Torhüter dazu zählt. Starkes Team. Milicevic auf Hacic, der trifft, aber gibt leider Freistoß für Grödig. Wegen dem Foul an Kevin Fendt, nehme ich an. Ja, Kevin Fendt ist wieder im Tor. 21. Minute, nächste gute Chance. Tiesson, Mutu, Nachschuss Djuricin. Schade, knapp vorbei. Und weiter geht's. Weber, Djuricin auf Hacic. An die Stange. Also Hacic mit einer bärenstarken Partie bisher. Philipp Zuleichner, auf den müssen wir natürlich auch schauen, der wird ja im Sommer ablösefrei zu uns wechseln. Da haben wir dann eh ein Luxusproblem in der Offensive, da müssen wir überlegen, was wir machen, weil auch ein David Schloffer zurückkommen wird und ein Berić wieder fit ist. Aber wenn wir Mutu abgeben, dann sparen wir uns einiges an Gehalt und haben mit Zuleichner eine österreichische Lösung, das passt dann auch. Und dann haben wir mit Schloffer und Beichler und Zulechner eigentlich noch immer extrem starke Stürmer auf der Bank. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Djuricin und Berić stürmen werden. Aber schauen wir mal. Das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt beenden wir mal diese Saison. Dann wird es eine kleine Singleplayer-Pause geben. Da geht das Multiplayer-Let's Play online mit dem Flo. Wobei ich euch nicht versprechen kann, ob das jetzt auch enden wird, weil der Flo in Wien lebt und ich in Graz. Das bedeutet, dass wir nicht oft zum Aufnehmen kommen. Und dementsprechend haben wir jetzt, ich weiß nicht, wie viele Parts mal vorbereitet. Und ja, ob sich das dann ausgehen wird, kann ich wirklich nicht sagen. Da wird es dann wahrscheinlich mittendrin dann wieder eine Unterbrechung geben. Dann geht wieder der Singleplayer weiter. Dann wieder irgendwann der Multiplayer. So werde ich es jetzt mal machen. Also Fußballmanager zum Abwinken für die Fans von euch. Hoffe ich, dass euch das dann auch gefällt. Keins mit der Flanke. Mutu mit dem Nachschuss. 1-0. Super. Weiter Abschlag. Mutu hat den Braten gerochen. Stimmt alleiner Fan zu. Und der macht eine Glanzparade. Schade. Rotbuller mit dem Kopfball. Nächste Ecke. Wieder Weber. Djuricin per Kopf. Drüber. Ich weiß nicht, ob ihr das mitlesen könnt, deswegen fasse ich das immer jetzt zu kurz zusammen. Aber wenn ihr auf die maximale Auflösung, ich glaube 720p mache ich beim Rendern immer, geht und das im Vollbild anschaut, dann sollte das eigentlich kein Problem sein für euch. Müsst ihr hier gut lesen können. Mutu mit der Chance. Schade. Ein 2-0 würde mich halt etwas beruhigen. Rot wäre die richtige Entscheidung, leider nur gelb für Ione. Ja, wir gehen jetzt trotzdem in die Defensive, es hilft ja alles nichts. Ich will jetzt einfach nicht zu viel riskieren, jetzt nehme ich mal Mutu raus.
Ich hoffe, dass wir das jetzt über die Zeit bringen. Okay. Madl mit dem Freistoß, Djuricin staubt ab. 2-0. Sollte die Entscheidung gewesen sein, ich bringe jetzt Palla für Kainz, der ist eh müde und vorbelastet. Klemm darf wieder vor. Ja, loben wir sie mal, sagen wir mal super. Haben sie sich auch verdient nach dem Spiel. Immerhin ist es ein direkter Konkurrent und so schwach sind die auch nicht. Nächste Chance. Taboga knapp vorbei. Keine gute Aktion von unserem Torhüter, der da einfach auf der Linie kleben blieb. So, eine Minute Nachspielzeit, aber das sollte reichen. Noch eine Chance für uns. Weber, Madl trifft zwar, aber leider wieder faul am Torhüter. Ja, 2-0 Sieg, das heißt Vorsprung auf Krödi kann man ausbauen können. Rapid hat scheinbar gewonnen. Ja, 4-0 gegen Wiener Neustadt. Dafür hat die Austria verloren. Das heißt, wir sind jetzt sogar schon ein bisschen an der Austria dran. Da ist noch was drinnen. Vielleicht ist sogar noch Platz 2 möglich. Schauen wir mal. Jetzt konzentrieren wir uns mal wirklich auf ein Spiel nach dem anderen. Gerade wenn es jetzt auswärts gegen Rapid geht. Den momentanen Erzrivalen, seit der GRK ja nicht mehr in der Liga ist, kann man so sagen, denke ich. Kainz ist verletzt, Zehenbruch. Das ist bitter. Das bedeutet, dass Stefan Palla wahrscheinlich zurückrücken wird. Ich hasse es, wenn mein PC 100.000 Sachen macht nebenbei. Und ich dann die ganze Zeit das Ruckeln merke. Ich hoffe, ihr seht das im Video nicht zu arg. So, ich lobe jetzt mal Mut. Nein! Boah, Gott sei Dank. Jetzt hätte ich ihn fast in die Reserve verschoben. Großes Lob. Ich hoffe, dass er sich jetzt fängt und normaler wird. Kann ich ihn schon anbieten fürs nächste Jahr? Nee. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir hier jetzt... Ne, die Budgetänderung können wir noch immer nicht machen. Senkrechtstarter der Saison, Marco Djuricin. Gut, der Reservestürmer ist jetzt wieder in der Reserve, also nehmen wir Djuricin mit auf die Bank. Und starten mit dem Spiel gegen Rapid auswärts. Ein Duell auf Augenhöhe nehme ich an. Naja, sind wir sogar überlegen von der Mannschaftsstärke her. Ich sage jetzt einfach mal, ein Remis schaffen wir mindestens. Das sollte zumindest unser Ziel sein. Spielen wir wieder auf Konter. Eckball. Boah. Die Anfangsdruckphase von Rapid jetzt mal überstanden. Jetzt eine kleine Chance für uns. Aber Jan Novotar hält den Schuss von Manuel Weber. Nächste Chance. Weber. Novotar verschätzt sich. Fürstner klärt zur Ecke. Die wieder Weber macht. Dibon klärt zu kurz. Klemm schießt. Pichler klärt. Weber, Milicevic, schade. Schiedsrichter rammt Gmutu den Ellbogen ins Gesicht. Eigentlich klar gelb steht hier. Hofmann mit der Ecke, Trimmer Kopfball 1-0. Ja, spielerisch läuft bei uns leider nicht viel. Jetzt attackieren wir mal früher.
Aber viel tut sich hier nicht. Tobias Kainz kommt jetzt mal für Hacic. Milicevic mit der Flanke, Mutu. Schade, kommt nicht mehr ran. Nächste Chance. Rotbull ist aufgerückt. Schießt irgendwo hin. So, Offenbacher für Milicevic. Und dann bringen wir noch Weichler. Für Türicin. Mutu geht ganz noch vor. Konter tun wir weg. Früh attackieren, Abstöße ganz nach vorhauen. Nächste Chance. Knapp vorbei. Mutu mit der Chance. Aber Novota ohne Probleme leider. Nur eine Minute Nachspielzeit. Ja, das ist bitter. Damit holt Rapid wichtige Punkte auf uns auf. Austria hat gewonnen, Grödig hat verloren. Die sind jetzt noch weiter abgeschlagen. Aber Rapid, das wird noch extrem eng. Salzburg ist vorzeitig Meister, das war eh zu erwarten. Jetzt haben wir die Admira zu Hause und dann spielen wir eh schon wieder in der Liga gegen Salzburg. Davor haben wir noch das Cup-Duell gegen SAK Klagenfurt, was hoffentlich kein Problem wird. Mutu schon wieder. Kriegt einfach die nächste Geldstrafe. Suspendieren kann ich mir erst wieder leisten, wenn Beric nicht mehr angeschlagen ist. Aber dann darf er gern mal länger suspendiert bleiben, weil jetzt habe ich echt schon die Schnauze voll. Zumindest kriegen wir so wieder immer ein bisschen Gehalt zurück. Nachdem er schon so viel an Geldstrafen an uns gezahlt hat. So, gleich Gas geben. Zweite Minute, erste große Chance. Clem mit der Flanke, Djuricin, Mutu, Außennetz, schade. Milicevic mit Gelb. Aber anscheinend hätte man es auch bei einer Ermahnung belassen können, also kein großes Foul. Ja, der Schiedsrichter hat den Ruf, dass er gnadenlos durchgreift. Dem Ruf wird er leider momentan gerecht. So als gefährliche Freistoßposition und wir haben Adrian Mutu, das darf man nicht vergessen. Boah. Das gibt's nicht, schade, schade. Aber allein wegen seinen Standardsituationen und seinen Einzelaktionen ist er natürlich wahnsinnig wichtig jetzt für die Mannschaft. Wieder ein peinliches Tor, das wir bekommen. Jetzt haben wir zwischenzeitlich so gut gespielt, das wäre echt bitter, wenn wir das jetzt wieder hergeben, diesen internationalen Startplatz, nur durch diese eher blöden Unkonzentriertheiten teilweise. Und viel Pech auch. Vujadinovic. Yes, da ist das 1-1. Danke, Nikola. Djuricin, Außenpfosten. Könnte schon gut und gern 3-1 stehen. Mit den Pfosten- und Lattenschüssen. Tut's aber leider nicht. So, Tobias Kainz wieder für Hacic. Wir sind im Soll derweil mal.
Clam of Mutu, Diorigine, Ecke. Die macht wieder Weber. Aber Thomas Ebner klärt. Komm schon. Milicevic verzieht. Nächste große Chance. Milicevic. Diorigine. Aber der Torhüter klärt zur Ecke. Die er dann auch gleich wieder abfängt. Starke Leistungen von ihm. Ich wollte eigentlich Milicevic raustun, aber der spielt wirklich klasse zurzeit. Über links, über Clem passiert nicht viel. Ah, oh, schade. So, jetzt bringe ich trotzdem Offenbacher für Milicevic. Nein, Beichler für Milicevic. Noch ein bisschen mehr Offensivpower als bei Offenbacher. Da kann es auch nicht so schlecht mit 63. Wieder mal Chance für die Admira. Knapp vorbei, Stefan Schwab. Jetzt noch ein Tor bekommen, wäre auch nicht das Wahre. Ich bringe mal wieder Bergmann für Thierson, der heute schwach war. Bergmann hat schon lange nicht mehr gespielt. Da kommt zumindest zu einem Kurzansatz. Vielleicht kann der offensiv noch was bewirken, indem er vielleicht mit vorgeht und flankt. Schauen wir mal. Beichler. Keins. Diorigine. 2-1. Sehr gut. Daniel Beichler mit der Flanke. Keins verlängert. Genau so will ich es haben. So, jetzt gehen wir das Ganze defensiver an. Gehen auf Zeitspiele und Konter. Ich sage jetzt mal hinten dicht. Und fast auf die Tribüne verbannt worden. Aber das war's. 2-1. Ausgezeichnet. Das heißt, wieder 3 Punkte. Rapid schlägt die Austria. Das ändert natürlich auch wieder einiges. Jetzt rückt alles noch näher zusammen. Salzburg schlägt Grödig. Also Grödig ist damit definitiv weg da unten. Wiener Neustadt ist natürlich auch schon abgestiegen. Da gibt es auch nichts Neues und keine Überraschungen mehr. Und jetzt spielen wir gegen den SAK Klagenfurt. Ja. Sollte keine aufregende Partie werden, aber vielleicht, ja, passiert ja doch noch irgendwas Aufregendes in diesem Spiel. Und danach spielen wir gleich gegen Salzburg. Das alles seht ihr dann im nächsten Part. Also unbedingt einschalten. Dankeschön.